Hallo, in diesem Video geht es um die Überarbeitung von KDE-Benutzeroberflächen. Ich bin einer von Dutzenden von derzeit ehrenamtlich aktiven KDE-Softwareentwicklern. Unsere Software wird tagtäglich weltweit von Millionen von Menschen verwendet und ist auch in vieler Hinsicht wirklich besser als die Konkurrenz, aber dennoch ist die Konkurrenz in der Regel populärer, erfolgreicher. Da kann man jetzt verschiedene Gründe suchen. Vielleicht liegt es an unserem Maskottchen, Conky. Nee, der ist niedlich. Liegt es vielleicht daran, dass die Konkurrenz einfach besser ausschaut? Ehrlich gesagt, ich glaube, dass es ist ein Grund, historisch zumindest. Es gibt natürlich noch weitere Gründe, aber in diesem Video betrachten wir, wie wir jetzt die Benutzeroberflächen verbessern können und auch momentan verbessern. Schauen wir uns mal an, wie Dolphin noch vor 2, 3 Jahren aussah. Und wir sehen hier, gut, es hat noch, damals haben wir, benutzen wir noch eine schwarze Titelleiste hier oben. Und unten in der Werkzeugleiste sind die Knöpfe alle ein bisschen an den linken Rand geschoben, obwohl hier rechts Platz wäre, was das Ganze vielleicht auflockern könnte, dann sähe es vielleicht besser aus. Und eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich angefangen habe, bei KDE mitzuwirken, ist eben einen solchen Abstandshalter zu programmieren, der uns dann erlaubt, in vielen KDE-Anwendungen die Knöpfe an den rechten Rand zu schieben oder halt generell, dass sie halt Abstand halten. Sobald ein solcher Abstandshalter programmiert war, hat sich dann die visuelle Designgruppe von KDE im Kollektiv draufgestürzt und wir haben diskutiert und haben uns überlegt, wie können wir jetzt die Werkzeugleiste von Dolphin überarbeiten, damit es schöner und auch benutzerfreundlicher ist. Und es hat dazu geführt, dass viele von diesen Elementen an den rechten Rand geschoben sind. Das werde ich gleich zeigen. Aber für jetzt stellen Sie sich vor, wir hatten also in der Mitte eine freie Fläche jetzt neuerdings. Und direkt unten drunter haben wir die Adresszeile hier. Und da war dann naheliegend, wie wäre es, wenn wir einfach die Adresszeile nach oben in den freien Platz schieben und dann ist plötzlich alles hoffentlich hübscher. Und genau das habe ich dann auch programmiert. Schauen wir uns jetzt an, wie Dolphin neuerdings ausschaut. Genau, und wir haben eben Knöpfe an den rechten Rand geschoben. Wir haben die Adresszeile in der Werkzeugleiste hier oben und wir haben auch die Titelleiste jetzt nicht mehr in schwarz, sondern in grau, sodass sich hier eine homogene graue Fläche bildet. Zusätzlich habe ich auch noch den Hamburger-Knopf hier. Ah, der ist Hamburger, weil man mit viel Fantasie denken kann, diese drei Striche haben ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Hamburger. Und habe da sowohl die Inhalte überarbeitet, sodass nicht mehr ganz so viel drin ist, und auch den Hamburger-Knopf auf eine Weise programmiert, sodass er auch in vielen anderen KDE-Anwendungen verwendet werden kann. Ich rede gerade darüber, aber nicht nur irgendwie um mich selber zu beweihräuchern, sondern eigentlich soll es in diesem Video um die Überarbeitung von QuenView geben, bei der ich mitwirke. Bei der aber bislang zumindest vor allem andere Leute die Arbeit machen. Schauen wir uns mal an, wie QuenView, der Standardbildbetrachter von KDE, noch vor 2, 3 Jahren aussah. Das haben wir hier. Und ich bin gerade in einer Testumgebung, deswegen sind hier nicht noch weitere Ordner mit Bildern, was sonst in dieser Fläche hier wäre. Aber ich möchte mich hier auch gar nicht lang aufhalten, weil ehrlich gesagt sich bei QuenView in den letzten Jahren nicht viel getan hat. Ich kann also direkt jetzt drüber springen dazu, wie QuenView in der neuesten Veröffentlichung ausschaut. Das haben wir hier. Und man sieht eigentlich keinen großen Unterschied. Also außer dass die Titelleiste ist eben hier auch schon grau, weil es eben die neue Version ist. Aber ansonsten hat sich tatsächlich nicht viel getan. Auch, ich meine, ich habe nicht so genau verfolgt, was hinter den Kulissen passiert. Aber zumindest bei der Benutzeroberfläche habe ich keinerlei Änderungen gesehen.
Dann werde ich jetzt mal hier ein bisschen QuantView verwenden und darauf hinweisen, was vielleicht verkehrt ist beim Ganzen. Wir sind hier gerade auf der Startseite. Auf der landet man, wenn man QuantView einfach startet. Und dann sieht man hier eine Reihe von Ordnern, die Bilder enthalten. Ich klicke also auf einen dieser Ordner drauf und die Benutzeroberfläche verändert sich schon, was ein bisschen merkwürdig ist. Plötzlich hat man eine Seitenfläche. Okay. Ich will ja gerade ein Bild anschauen, also klicke ich hier drauf. Und spätestens jetzt kann man sich wundern, okay, eigentlich will ich gerade ein Bild betrachten. Warum nimmt es so eine kleine Fläche an im Vergleich zu all den Steuerelementen außenrum? Brauchen wir gerade wirklich eine Menüleiste? Wird sich hier nicht auch, wie bei Dolphin, ein Hamburger-Knopf anbieten? Brauchen wir hier gerade die Seitenfläche mit Informationen, die mich gerade nicht so interessieren? Ich will ja vor allem ein Bild betrachten. Will ich gerade hier einen Kommentar schreiben? Will ich gerade wissen, wie groß genau das Bild ist? Ich meine, die Informationen, die sind ja durchaus hilfreich, aber müssen wir sie wirklich standardmäßig Leuten anzeigen, die gerade einfach irgendein Bild öffnen? Ich glaube nicht. Dann haben wir noch die Statusleiste unten. Die macht Sinn, meiner Meinung nach, weil man eben rein und rauszoomen kann, wobei man sich da auch überlegen könnte, würde es nicht vielleicht auch oben in die Werkzeugleiste reinpassen. Okay. So viel zur Benutzeroberfläche, aber noch viel schwerwiegender war vielleicht das Problem, dass es wirklich auch nicht viele Leute gab, die überhaupt noch aktiv daran mitwirkten, nicht KDE, QuantView schöner zu machen. Irgendwie gab es niemanden, der jetzt da immer so dran programmiert hat, und das, obwohl es ja der Standard-Bildbetrachter ist, den ja wirklich viele Leute verwenden. Und es lag teilweise daran, dass der Programmcode nicht so einsteigerfreundlich gestaltet war. Also als ich erstmals reingeschaut, habe ich gedacht, das ist mir gerade ein bisschen zu viel Arbeit, ich arbeite lieber an Dolphin. Das Problem war also, QuantView ist nicht so schön, keiner arbeitet wirklich, um die Situation zu verbessern. Es ist auch allgemein ein bisschen schwierig, überhaupt daran mitzuwirken. Also war die Frage, was machen wir mit QuantView, wenn sich keiner findet, daran zu arbeiten, wenn keiner aufräumt? Vielleicht lohnt sich's. Vielleicht geben wir QuantView auf. Wir versuchen ein neues Projekt. Bildbetrachter sollten ja eigentlich nicht so kompliziert sein. Wir schreiben mit neuer Technologie ein neues Bildbetrachtungsprogramm. Und da haben dann auch da an, manche sind zu diesem Ergebnis gekommen und haben dann an einem alternativen Bildbetrachter weitergearbeitet, namens Coco. Und haben dort auch ein paar schöne Funktionen hinzugefügt. Aber will man wirklich QuantView jetzt einfach nochmal neu programmieren? Ist nicht leichter, das Bestehende zu verbessern, anstatt was Neues auf den Wunschzustand zu bringen? Und irgendwann, nachdem sich nach all der Zeit QuantView nicht wesentlich verbessert hat, und Coco auch nicht so aussah, als ob es direkt in die Schuhe von QuantView springen könnte, war dann wohl irgendwann ein Maß erreicht, wo man sich fragt, okay, wir machen jetzt QuantView ist erstmal zumindest jetzt die Lösung. Es benutzen jetzt Millionen von Menschen. Wir sollten jetzt QuantView erstmal zumindest ein bisschen verbessern. Das war zumindest meine Meinung. Es gibt auch ein paar leichte Sachen, die wir direkt jetzt verbessern können. Jedenfalls hat dann der Manuel Jesus de la Fuente aus Spanien, ein 17-Jähriger, woran man sieht, dass wir nicht altersdiskriminierend sind, hat einen wunderschönen Entwurf erstellt, den ich hier zeigen kann. Wie denn QuantView vielleicht aussehen könnte. Ich kann auf ein paar Änderungen hinweisen. Wir haben hier zum einen mal den Hamburger-Knopf, von dem ich eben schon gesprochen habe. Die Menüleiste ist standardmäßig ausgeblendet. Wir haben immer noch die Seitenleiste. Die Knöpfe in der Werkzeugleiste wurden auch angepasst. Weiterhin
hatten wir hier die Statusleiste wird zu einem durchgehenden Band, der sich auch schön abschließt mit den Steuerelementen auf der Seitenfläche. Aber mit diesen Knöpfen hier kann man umschalten, was auf der Seitenfläche angezeigt wird. Eine weitere Änderung ist, dass andere Bilder, die eventuell im gleichen Ordner sind, durch die man durchschalten will, dass diese Fläche nun oberhalb der Statusleiste ist. Original war sie unterhalb der Statusleiste, was ich nicht gezeigt habe, aber kann man sich denken, dann wäre die Statusleiste jetzt halt hier oben. Und nachdem dieser Entwurf eben erstellt wurde, hat nur Davis, meiner Meinung nach, hat er angefangen, ihn wirklich umzusetzen. Noah Davis ist ein US-Amerikaner. Ich glaube, also ich weiß eigentlich nur seine Zeitzone. Ich glaube, er lebt irgendwo an der Ostküste der USA. Jedenfalls hat er angefangen, dass diese, ich kann nochmal den direkten Vergleich zeigen, dass hier die Statusleiste eine klare Linie bildet mit den Elementen an der Seite. Er hat sich auch darum gekümmert, dass die Flächen hier nicht mehr mit Schrift beschriftet sind, sondern bei kleineren Größen auch Symbol zeigen. Ich sollte gar nicht so abstrakt davon reden, ich zeige es euch einfach. Ich werde es kurz compilen und dann zeige ich die aktuellere Version mit diesen Änderungen. Hier haben wir jetzt CranView. Das ist noch nicht die neueste Version vom neuesten, aber schon ein bisschen aktueller. Ich habe es ein bisschen kleiner gemacht insgesamt, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Man sieht, die Statusleiste unten hat schon mehr Abstände. Das hat der Noah Davis gemacht. Einige andere kleinere visuelle Änderungen wurden auch gemacht. Die kann ich nicht unbedingt gerade aufzeigen. Ich habe bloß gesehen, dass daran auch der Noah Davis gearbeitet hat. Und jetzt kommt die größere Sache, an der ich derweil gearbeitet habe, ist wirklich die Werkzeugleiste anzupassen. Und zwar so wie das auch in dem Entwurf von Manuel ungefähr gezeigt war. Also man sieht schon, was ich gemacht habe, unterscheidet sich schon, das hat sich in der weiteren Diskussion ergeben. Ursprünglich hatte ich es genauso, wie man hier in der Werkzeugleiste sieht, aber dann haben sich ein paar Probleme ergeben. Also eine grundsätzliche Sache war, dass der Löschen-Knopf, auch wenn er eigentlich eine nützliche Funktion ist, aber in QuenView kann man Löschen nicht einfach rückgängig machen. Also man kann natürlich zum Papierkorb gehen und es dann wieder rauskam, aber man kann nicht einfach in QuenView irgendwo den rückgängig auswählen und das Bild ist nicht mehr gelöscht. Und deswegen war es uns ein bisschen zu gefährlich, das einfach direkt als Knopf hier in der Werkzeugleiste jederzeit verfügbar zu haben. Eine weitere Sache, die ich anders gemacht habe, ist, dass ich hier diese nächstes und letztes Bildknöpfe in die Werkzeugleiste gepackt habe. All das sind die Knöpfe, wenn man mehrere Bilder im gleichen Ordner hat, kann man dann zwischen den Bildern hin und her wechseln. Und auf dem Entwurf sind diese Knöpfe hier am Rand. Und das ist auch weiterhin noch der Plan, glaube ich, diese kleinen runden Knöpfe am Rand zu haben. Allerdings für den Moment, weil ich gerade nicht vorhatte, diese Knöpfe zu programmieren, habe ich, was auch viel einfacher ist, einfach diese Pfeile hier in die Werkzeugleiste reingepackt. Eine weitere Anpassung war, dass in dem Entwurf die Knöpfe zum Bild um 90 Grad nach rechts und links drehen, hier oben positioniert sind. Das hatte ich auch, wie gesagt, ursprünglich so. Allerdings kam dann Nate Graham her. Das ist ebenfalls ein US-Amerikaner. Der kommt aus einer wüstenähnlichen Gegend im Südwesten der USA. Der hat mich beraten bei der Werkzeugleistenüberarbeitung. Und
Er hat gesagt, ja gut, wir können jetzt das links und rechts drehen und die Werkzeugleiste reinpacken. Aber was denn zum Beispiel mit Zuschneiden? Also man kann QuantenFill übrigens ziemlich leicht Bilder zuschneiden. Zeige ich hier kurz. Naja, rückgängig. Cancel. Was zum Beispiel mit Zuschneiden? Oder was mit dem Größe verändern? Das sind doch auch sehr wichtige Funktionen. Seine Idee war, tun wir es auch einfach auch noch in die Werkzeugleiste. Und da habe ich gedacht, nee, wir überladen damit alles. Und kam dann auf die Idee, oder vielleicht hat er es auch als erstes erwähnt, ist egal, dass wir doch eigentlich diese wunderschöne, oder diese zumindest sehr funktionale Leiste haben, mit der man mit all diesen wichtigen Funktionen, auch mit dem Löschen zum Beispiel. Also wäre es, wenn wir einfach einen Knopf hier oben haben, mit dem man diese Leiste jederzeit sich holen kann und auch verschwinden lassen kann. Ich habe es ein bisschen interessant programmiert, sodass wenn man gerade die falsche, halt eine andere Fläche am linken Rand hat, man drückt den Knopf, dann wird eben auch einfach auf diese Fläche rüber gewechselt, sodass wir die jederzeit zur Hand haben. Und man kann davon ausgehen, dass wohl jeder Nutzer auch diese Funktion findet, weil nehmen wir mal an, wir wären noch einen Schritt weiter und die Menüleiste wäre weg. Und man sucht jetzt irgendeine Funktion. Natürlich schaut man in der Werkzeugleiste. Natürlich sieht man hier diesen Knopf mit den Werkzeugen zum Bearbeiten. Ich weiß noch nicht, wie es auf Deutsch übersetzt wird. Das überlasse ich den Übersetzern. Und dann hat man all diese Funktionen zur Hand. Was dazu führt jetzt, dass wir eine viel schönere und aufgeräumtere grundsätzliche Benutzeroberfläche haben. Genau, also so viel dann zu meiner Arbeit. Der nächste Schritt war dann zu überlegen, wenn wir jetzt die Menüleiste wirklich ausgeblendet haben wollen, dann müssen wir uns überlegen, was in den Hamburger-Knopf rein soll. Und noch bevor ich das, eigentlich war die Idee, dass ich es programmiere, weil es ja auch mein Knopf und ich kann den ja gut programmieren. Aber noch bevor ich dazu kam, hat Noah Davis sich auch dieser Arbeit angenommen. Und das ist bereits passiert. Ich hab dabei geholfen, es zu überprüfen und sicherzugehen, dass es genauso funktioniert, wie wir es haben wollen. Das Ergebnis davon kann ich auch gleich zeigen, aber dafür muss ich jetzt nochmal auf eine noch neuere Version überspringen. Das dauert einen Moment. Ach, und eine Sache noch, eine Kleinigkeit eigentlich. Ich habe mich auch darum gekümmert, dass hier ein bisschen ein Abstand gehalten wird, der sich anpasst an die Größe der Seitenfläche, sodass wir hier einen bündigen Abschluss haben zwischen Seitenfläche und Werkzeugleiste. Das gibt schon einiges für das Gesamtbild. Aber was fast noch wichtiger ist, ist, wenn die Seitenfläche verschwindet, verschwindet auch dieser Strich hier, aber der Abstand, der bleibt. Und dadurch haben wir dann noch eine Abtrennung zwischen den Steuerelementen, mit denen man allgemein bei QuantenView zu verschiedenen Orten hinspringt, und zu den Steuerelementen hier, die Auswirkungen auf das momentan betrachtete Bild haben oder sich auf dieses beziehen. Genau. Und jetzt kommen wir zum Neuesten vom Neuesten. Das Neueste aus der Schmiede von KDE. Unveröffentlicht, nie davor gesehen. Hier in diesem Video diese QuantenView-Version. Man sieht den Hamburger-Knopf hier oben mit den wichtigsten Funktionen, die zuvor nur in der Menüleiste verfügbar waren. Hat wie gesagt Noah Davis programmiert. Und woran er auch noch gearbeitet hat, ist, dass man, wenn man die Seitenfläche reduziert in der Breite, dass dann unten die Knöpfe zu Symbolen überspringen. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn man es ganz breit macht, dann hat man sogar sowohl die Symbole als auch den Text. Zuvor war das einfach nicht möglich. Da konnte man also nur QuantenView die Seitenfläche ungefähr so breit machen und dann ging es einfach nicht weiter. Jetzt kann man sie noch viel dünner machen. Und weiterhin sind jetzt auch diese Knöpfe von der Höhe her
identisch mit der Höhe der Statusleiste, was viel tut für das Gesamtbild der Anwendung. Genau, das ist also das Neueste vom Neuesten. Was gibt es jetzt überhaupt noch zu sagen? Naja, die Zukunft. Das, woran gerade sogar noch aktuell gearbeitet wird, daran, woran ich ja auch noch arbeite. Aber das Video ist schon ziemlich lang, also mache ich das, wenn überhaupt, in einem weiteren Video. Euch einen schönen Tag und viel Spaß mit KDE Software.